dass wir selbst hier in der Lage sind, uns unsere Zukunft hier aufzubauen und keine Fremdbestimmung durch das westdeutsche Kapital zu haben und die westdeutschen Parteien. Und natürlich ist auch dieses Narrativ des dummen Ostdeutschen nicht an der westdeutschen Linken vorbeigegangen. Wir müssen die Klasse ein Stück weit dort abholen, wo sie ist und halt mit ihr arbeiten und sie überzeugen von unseren Punkten. Das heißt nicht, dass wir unsere Prinzipien aufgeben, sondern im Gegenteil versuchen, mit unseren Prinzipien die Menschen zu überzeugen. Es fehlen halt noch bestimmte Werkzeuge und vor allem die Konsequenz in unserem täglichen Handeln und in dem Entschluss, Organisation aufzubauen. Und ich mache das jetzt und wir gehen den Schritt nach vorne, endlich aus dieser Opfermentalität herauszukommen. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 36. Folge sprechen wir passend anlässlich des 3. Oktobers über die Annexion von Ostdeutschland. Dazu haben wir auch einen spannenden Gast heute, und zwar Peter von der Proletarischen Autonomie. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, schön, dass ihr uns eingeladen habt. Mein Name ist Peter, ich bin seit vielen Jahren in der Proletarischen Autonomie Magdeburg aktiv. Unser Gruppenschwerpunkt hat sich von Zeit zu Zeit gewandelt, auf jeden Fall. Was die Konstante blieb, war halt immer die Frage von Aufbau von Gegenwart und Klassenautonomie. Wir haben über die verschiedensten Wege versucht, uns diesem Thema anzunähern, mit mal mehr, mal weniger Erfolg in der Praxis. Was uns auch seit vielen Jahren beschäftigt, dadurch, dass viele unserer Mitglieder aus Ostdeutschland kommen, war immer die Frage, auch aufgrund der eigenen Persönlichkeiten und der Sozialisation, der Klassenfrage im Osten. Damit einhergehend dann halt auch die Auseinandersetzung mit der Annexion der DDR und der daraus resultierenden Faktoren für die ostdeutsche Arbeiterinnenklasse. Wenn wir in unserem Gruppennamen das Wort proletarisch haben, beschränken wir uns damit nicht nur auf nach marxistischer Analyse auf klassische Industriearbeiterinnen oder so, sondern wenn wir für uns vom Proletariat sprechen, dann meinen wir die Summe aller unterdrückten Menschen auf dem Globus. Wir arbeiten seit mehreren Jahren immer wieder auch zum 3. Oktober als Kristallisationspunkt hinsichtlich der Probleme hier im Osten. Kannst du uns vielleicht ein paar Sachen erzählen, die ihr beispielsweise dann mal zum 3. Oktober gemacht habt? Wir haben verschiedene Kundgebungen abgehalten, um mit verschiedenen Themen, meist mit dem Schwerpunktifizierung und Mietenpolitik auch im Osten, beziehungsweise auch, was es für die Menschen in den Betrieben bedeutet hat. Wir haben das quasi immer versucht, mit einer Klassenfrage zu verbinden. Wir haben verschiedene Texte dazu geschrieben, interne Texte, versuchen das halt innerhalb dem linken Diskurs halt in Magdeburg, aber auch darüber hinaus mit internen Veranstaltungen und Schulungen publik zu machen und lassen das halt in unsere täglichen Arbeiten und Analyse einfließen. Jetzt zum 3. Oktober haben wir uns entschieden, keine Kundgebung zu machen, sondern wir werden einen Film zeigen, Nackt unter Wölfen, wo wir halt auch auf die Frage eingehen werden, eine Diskussion hinsichtlich des Themas des staatlich verordneten Antifaschismus in der DDR und seine Konsequenzen. Gleichzeitig aber auch die Intention von Widerstandskämpferinnen verschiedener Ideologien halt am Mitwirken in der Anfangsphase der DDR und wollen es halt auch anhand eines Kulturguts, kann man wirklich sagen, aus der DDR-Zeit angehen. Damit hingehend auch gucken, wie bei der Staatsdoktrin der BRD halt den Versuch der DDR-Sozialismus als gescheitert anzusehen. Wir sehen ihn auch als gescheitert, dann ist offensichtlich, aber halt dieser Antikommunismus, der verbreitet wird, plus halt dieses des Narrativs von das Ende der Geschichte. Der Kapitalismus hat gewonnen und es kann eine bessere Welt aufzubauen. Es geht für uns halt einher. Dieser Versuch innerhalb der Staatspropaganda, jeden Versuch zu verteufeln, eine bessere Welt aufzubauen. Danke dir für diesen Einblick in eure Arbeit und was so die absoluten Grundwerte eurer Gruppe darstellen. Ich nehme euch nochmal mit, was wir heute gemeinsam besprechen werden. Ich finde es vor allen Dingen deswegen spannend, weil wir dann ja so ein bisschen die westdeutsche und die ostdeutsche Perspektive heute haben. Wir haben eine ganz, vielleicht auch teilweise eine andere Blickwinkel auf diese ganzen Fragen, über die wir uns heute beschäftigen werden. Und wir beginnen gleich mit einer Geschichte der Annexion von Ostdeutschland. Dann reden wir über die ökonomischen Auswirkungen von der Annexion, über die gesellschaftlichen Auswirkungen und am Ende sprechen wir noch über anarchistische Perspektiven. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Erzähl uns doch mal ein paar Sachen zur Geschichte der Annexion. Wie vielen wahrscheinlich im Laufe der 80er Jahre
hat der Realsozialismus in einer tiefen Krise gesteckt. Die Menschen in der DDR waren auf jeden Fall nicht mehr bereit, so weiterzuleben wie bisher. Unter der Repression und den ökonomischen Verhältnissen. So haben sich viele Oppositionsgruppen getroffen, viele davon auch aus einer linken Perspektive heraus, aus einer staatskritischen Perspektive heraus und haben angefangen, Demonstrationen und Proteste zu organisieren. Anfänglich auf jeden Fall mit der Perspektive eines demokratischen Sozialismus, also sprich einer Reformierung des Realsozialismus. Und keinesfalls beim Zusammengehen mit dem Westen, das ist dann allerdings schnell gekippt. Einige sagen, dass es einfach der Wille der Menschen war, dass die kapitalistische Perspektive eine viel attraktivere war. Das mag durchaus sein, aber Fakt ist halt auch, dass es halt wir uns immer noch im Kalten Krieg befinden und es halt sehr viele Zahlungen der westdeutschen Parteien, vor allem der CDU, gab, um Druck zu machen in Ostdeutschland und das Narrativ zu bestimmen. Und so ging dann alles sehr schnell. Es wurden, nachdem die Mauer gefallen ist und der Staat mehr oder weniger zusammengebrochen ist oder aufgegeben wurde, enorm schnell zu Neubahn angesetzt. Die Versprechungen von 1:1 und all sowas dürften vielen von euch bekannt sein. Fakt ist halt, dass es enorm schnell ging, ein Mitspracherecht der Menschen im Osten oder der arbeitenden Bevölkerung quasi nicht existent war. Und es so dann halt sehr schnell versucht wurde, diese parlamentarischen Wahlen durchzudrücken, um dann halt die Annexion so schnell und so reibungslos wie möglich vonstatten zu bringen, das Gebiet der ehemaligen DDR in den kapitalistischen Betrieb einzugliedern. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, wie sich das so entwickelt hat, dass Ostdeutschland ökonomisch in die Wirtschaft von Westdeutschland eingebunden wurde. Welche Mechanismen hat denn da die westdeutsche Regierung so angewandt? Der erste Aspekt, der einem da in Gedanken kommt, ist natürlich die Treuhandgesellschaft, die die Abwicklung der volkseigenen Betriebe und sämtlicher Wirtschaftszweige der DDR vollzogen hat. Und im Laufe dessen ist natürlich Millionen von Menschen in die Arbeitslosigkeit getrieben hat. Ganze Existenzen wurden vernichtet, Berufsabschlüsse nicht anerkannt und so weiter. Und einer der Aspekte, der uns dabei jetzt 31 Jahre später in den Sinn kommen sollte, dass es halt das gesellschaftliche Leben und die gesellschaftliche Perspektive eine ganz andere war. Die Menschen waren es daran gewöhnt, 30, 40 Jahre im gleichen Betrieb zu sein, eine normale 40-Stunden-Woche zu haben, natürlich auch in Schichten und allen Zwängen, die die Lohnarbeit so mit sich bringt, aber es eine gewisse soziale Absicherung gab, die den Menschen absolut genommen wurde und sich daraus halt natürlich auch ein Trauma entwickelt hat, was bis heute fast jede ostdeutsche Familie durchzieht. Sprich Angst, Existenzängste, diese Erfahrung, alles, was man sich aufgebaut hat, zu verlieren, dass die eigene Leistung und selbst wenn es nur die Leistung innerhalb eines Wirtschaftssystems war, nichts mehr wert ist. Parallel dazu, was sich gleichzeitig ja noch vollzogen hat, ist aufkommende Ressentiments, die von Springer und Co. gefördert wurden, sprich der dumme, faule Ostdeutsche, diese typischen Vorurteile von wegen, alle heißen drüben Kevin und was weiß ich nicht alles. Wie das halt auch zur Klassenspaltung genutzt wurde, um drüben im Westen auch die Löhne zu drücken, die ostdeutsche arbeitende Bevölkerung als neue Niedriglöhner. Und diese Erfahrung im ökonomischen Bereich hat sich natürlich dann auch aufs Mentale gespiegelt, halt geringes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein als Menschen, eine aufgezwungene Identität von oben. Spannend finde ich auch einen Bereich, den ich aus meiner Arbeitstätigkeit im Bereich Glücksspiel kenne, dass damals in der DDR es ja sehr wenig an Glücksspielangebot, Glücksspielmarkt gab und dann eben die ganzen westdeutschen Glücksspielmogule. Das war halt der große Reibach für die, ne, weil die dann mit dem ganzen Zeug rübergehen konnten und dann einen völlig neuen Markt erschließen konnten. Also es gab auch sicherlich einfach bestimmte Bereiche, wo es einen starken Markt in Westdeutschland gab, aber in Ostdeutschland einfach ein gewisses Produkt oder ein gewisser Bereich einfach kaum vorhanden war. Auch im schlechtesten Sinne, wie jetzt im Kontext von Glücksspiel, da einfach viele Kapitalisten einen neuen Markt für sich erschließen konnten und dadurch auch einfach enorme Gewinne einheimsen konnten. Auf Kosten der arbeitenden Massen natürlich. Ja, na nicht nur Glücksspiel, Pornografie. Diese ganzen Erotikläden, die dann rübergekommen sind, wo man in alten Videos natürlich dann noch die Schlangen von Männern vor den Pornoläden sehen kann. Aber halt nicht nur auf diese Zweige, sondern die ganze Lebensmittelindustrie. Die LPGs wurden zerschlagen. Es gab hier drüben keine Discounter von Lidl, Spar, was weiß ich nicht alles, sondern das war ja auch alles ein neuer Markt. Automobile, der Ansturm auf Autos, Stereoanlagen, was weiß ich nicht, Fernseher. Diese sogenannten Luxusgüter, die es nur in begrenzter Zahl oder halt aus Eigenproduktion in der DDR gab. Das war alles ein neuer Markt. Und das alles für Arbeitskräfte im Niedriglohnbereich. Das klingt ja schon alles so wie recht übliche Erscheinung und Nebenerscheinung von Imperialismus, also diese ganze Verdrängung der
lokalen Wirtschaft, das Nutzen des Landes eben als Billiglohnland und dann auch diese ganze Abwertung der bestehenden Kultur und eben ersetzen durch neue Kultur und die dann natürlich auch nutzbar machen für die eigenen Kapitalinteressen. Wir hatten da ja auch schon vorher ein bisschen drüber geredet und ich fand dieses Beispiel, was du gegeben hast, dass man eben diese Treuhandverwaltung von Griechenland eigentlich ganz gut auch mit der Verwaltung von Ostdeutschland vergleichen kann, ziemlich spannend. Das hat das für mich auch alles nochmal ein bisschen anschaulicher gemacht. Wir können auch im Narrativ halt, wenn wir uns zurückerinnern, was die Presse hier von sich gelassen haben, die dummen vollen Griechen, die schon mit 50 oder sowas in Rente gehen. Und das gleiche Narrativ wurde auf die Ostdeutschen angewandt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren fast das gleiche. Aber es gibt einen italienischen Theoretiker, mir fällt der Name leider nicht ein, der hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, wie halt die Troika sich die Treuhand angeschaut hat und das Beste für sich dafür übernommen hat. Dieser Austausch der Selbstbestimmung der Menschen oder der Betriebe haben wir auch in Griechenland gesehen. So. Also auf einmal riesige Staatsunternehmen, die tausende von Leuten angestellt haben, auf einmal in privater Hand. Vom Flughafen bis was weiß ich nicht alles, wird alles privatisiert, was zu privatisieren geht. Was mich vielleicht bei den ökonomischen Auswirkungen auch noch interessieren würde, was ich da immer eine spannende Entwicklung in anderen staatssozialistischen Staaten fand, war ja, dass Leute aus den Sicherheitsstrukturen des jeweiligen Landes, also häufig war es ja dann auch der Geheimdienst in der Sowjetunion oder in Staaten des Balkans, die dann Kontrolle über die wirtschaftlichen Sektoren im Land übernommen haben und dann eben zu diesen klassischen Oligarchen wurden. Gab es so etwas auch in Ostdeutschland oder wie war das da? War dann eher, dass in dem Land dann vor allem westdeutsche Firmen übernommen haben und da dann auch in den Konzernen einfach die westdeutschen Chefe bestehen blieben? Oder gab es das auch, dass Konzerne eben von Leuten aus ostdeutschen Sicherheitsstrukturen übernommen wurden? Oder ist das dann einfach anders verlaufen wegen der Geschichte, wie Ostdeutschland in Westdeutschland dann einverleibt wurde? Also ich kann jetzt natürlich nichts garantieren, aber nach meinem Wissensstand gab es dieses Oligarchentum hier nicht, sondern die Geschichte ist ja dahingehend doch recht einzigartig, dass es halt zu einer Wiedervereinigung eines Gebietes kam und sich Länder wie Russland oder Polen ja nicht vergrößert haben, beziehungsweise dort den Markt für ausländische imperialistische Strukturen hauptsächlich war und dass hier quasi durch die gleiche Sprache, die gleiche Geschichte ein Binnenmarkt war. Was es auf jeden Fall gab, waren viele Wendehälse aus der SED, die dann einfach in die CDU oder so eingetreten sind und sich politisch mittlere Posten gesichert haben. Aber halt dieser Wirtschaftseliten gibt es keine Ostdeutsche. Es gibt keine ostdeutsche Wirtschaftselite. So. Generell die politische Elite wurde halt geächtet. Was ich zum Beispiel, es gibt ja dieses Beispiel, dass es keinen einzigen, nagelt mich jetzt nicht fest, aber es gibt keinen einzigen ostdeutschen Universitätsleiter oder Leiterin. Das durchzieht sich halt durch alles. Es gab ja immer auch diese Diskussion halt, es gibt keine Bundesbehörden im Osten und so weiter. Die ganze Staatsinfrastruktur ist halt im Westen zentriert. Die politische Macht geht halt von drüben aus. Dahergehend kann ich das nicht bestätigen, dass es so abgelaufen ist wie in anderen postsowjetischen Staaten. Was wir betrachten müssen, ist halt, dass einige Wirtschaftszweige im Osten natürlich auch eine direkte Konkurrenz darstellten zu westdeutschen Industriezweigen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist, glaube ich, die Kali-Produktion, wo ja auch viele Kali-Kumpel in den 90ern im Hungerstreik getreten sind hier im Osten, als ihre Werke geschlossen werden sollte. Und das ist halt wissenschaftlich und aufgearbeitet und bewiesen, dass es halt dass hier bessere Kalisalze gab und die Produktion besser war und es halt direkte Konkurrenz zum Westen gesehen wurde. Wir müssen diesen Punkt des Aufkaufens sämtlicher Maschinen, sämtlicher Produktionsmittel, den können wir auch noch weiterdenken. Und zwar herrschte auch in der DDR viel Militarismus und es gab die NVA und fast sämtliches NVA-Material wurde an die Türkei verkauft. Die Türkei hat quasi mit dem Sozialismus produzierten Waffen die kursche Freiheitsbewegung, die Dörfer bombardiert, beschossen oder halt die türkischen Arbeiterinnen bei ihren Streiks unterdrückt. So reiht sich halt die Einverleibung der DDR nicht nur hier im europäischen Kontext, sondern hat halt auch international eine große Rolle gespielt. Die Sieger erzählen natürlich die Geschichte und die DDR gilt ja als auch wirtschaftlich total unfähig und alles lief drunter und drüber mäßig und da ist der Kapitalismus also viel effektiver und so, das ist ja die Erzählung und natürlich war der Sozialismus, der Realsozialismus in der DDR
in ganz vieler Hinsicht auch wirtschaftlich nicht so fähig, wie man das vielleicht anders hätte gestalten können. Aber natürlich ist es auch nicht so, dass der Kapitalismus jetzt in allen Bereichen, wie du das ja auch gut dargestellt hast, dem Staatssozialismus da überlegen war. Was ich auch nochmal spannend finde, ist diese ganze Wohnungsfrage. Weil das ist ja auch wirklich, was man wirklich sehr eindeutig sagen kann, dass dort die Zustände in der DDR tatsächlich besser waren als dann im Westen und da auch viele Leute dann sehr darunter gelitten haben unter der sogenannten Wende. War ja Wohnraum schon ja bezahlbares Gut. Es war ja relativ günstig in der DDR und die Wohnungspreise sind ja extrem explodiert. Das würde mich auch nochmal interessieren, weil das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, zusätzlich zum gleichzeitigen Leerstand, den es dann ja oftmals in vielen ostdeutschen Städten gibt, wo dann die Industrie weggebrochen ist. Da muss man betrachten, dass es eine ganz andere Philosophie hinterm Bauen in der DDR gab, und zwar diese Neubaublöcke und Platten, die heute verschrien sind, das war halt die Idee, da steckt eine andere Idee dahinter. Also so ähnlich wie Bauhaus eine eigene Philosophie des Wohnens ist, hat die Sowjetunion und die DDR eine eigene Philosophie entwickelt. Die Idee war quasi, den Menschen guten, billigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und halt alles in ihrer Nachbarschaft zu haben. Das heißt, es wurden komplette Nachbarschaften kreiert, die alles hatten, damit die Arbeitenden zufriedengestellt waren und ihre Bedürfnisse erfüllt wurden. Das kann man natürlich kritisieren nach dem Motto, okay, alles wurde im Lohnarbeitszwang unterstellt. Aber es war halt einfach eine andere Philosophie, wie wir es bewerten, das kann ich nicht sagen. Dass es halt der Fokus darauf lag, ja, jeder Mensch hat eine Wohnung gehabt. Das, was man halt einfach zugestehen muss, auch aus anarchistischer Perspektive. Die Grundbedürfnisse des Menschen waren auf jeden Fall in der DDR viel abgesicherter, als es wie damals in der BRD oder heutzutage ist. Also was ich jetzt bei vielen Punkten recht eindeutig fand, war etwas, was diesem klassischen Narrativ von der Wiedervereinigung widerspricht. Und zwar wird das ja häufig so dargestellt, als wäre das der Wille des gesamten deutschen Volkes gewesen und man hätte da im Endeffekt für alles getan. Und das wird dann meistens noch so untersetzt mit so einer westdeutschen Rettermentalität, dass die Westdeutschen da dann den Ostdeutschen im Endeffekt den Weg gezeigt haben. Marin, du hast ja auch gerade schon mal angesprochen, dass das dann auch einhergeht natürlich mit dieser Abwertung von dem, wie sozialistisch in der DDR gewirtschaftet wurde. Aber wie es mir dann einfach scheint, was echt deutlich wird, ist, dass eben das Hauptinteresse doch dann darin lag, die westdeutsche Wirtschaft weiter voranzutreiben und diese auch konkurrenzfähig selbst gegen diese neu einverleibte ostdeutsche Wirtschaft zu halten. Also gerade bei diesem Beispiel mit der Kali-Produktion, das zeigt ja dann eigentlich auch, wo die Interessen des dann irgendwann gesamtdeutschen Staates dann doch lagen. Die lagen dann wohl wirklich eben im Westen. Absolut, dem kann ich nicht widersprechen. Was ich in dem Sinne noch ergänzen will, ist halt, dass dieser Plan, also dieser Binnenmarkt, der sich erschlossen wurde, halt, dass es halt eine langfristige Perspektive darauf gab. Und es gibt Analysen, die halt gesagt haben, dieser Neokolonisationsprozess findet statt, der Ausverkauf der Wirtschaft, der Niedrighaltung, der Schaffung eines, ich nenne es mal, einheimischen Billiglohnsektors, sprich quasi innerhalb der arbeitenden oder lohnabhängigen Klasse halt quasi noch ein Zwischensegment zwischen dem klassischen deutschen Arbeiter, den migrantischen Arbeiterin und dann quasi nochmal die ostdeutsche Arbeiterinnenklasse als Extrasegment, so um halt auch die Klassenspaltung noch weiter voranzutreiben. Diese Idee, auf die ich zu sprechen gekommen bin, ist halt die Analyse, dass es halt keine dauerhafte Schwächung des Ostens geben kann, also sprich da. Also der Plan ist auf jeden Fall nicht, die ostdeutsche Gesellschaft oder die ostdeutsche Wirtschaft, besser gesagt, so aufzubauen wie drüben. Also der Kapitalismus unterliegt ja ständig im Wandel. Was aber halt vermieden werden sollte, ist eine absolute Ghettoisierung und eine permanente Schwächung des gesamtdeutschen Staates quasi. Also es wurde sich jahrzehntelang konzentriert, halt den Ost klein zu halten. Das wird sich jetzt auch nicht groß ändern. Aber was halt vermieden werden sollte, dass es halt zu absolut katastrophalen Zuständen kommt, damit sich keine inneren Spannungen entwickeln. Also es wird eine permanente innere Spannung aufrechterhalten, aber die darf halt nie so groß werden, dass es halt hier zu Separatismusbewegungen kommt, sag ich mal. Für uns schließt sich das quasi ein in diesen gesamten Plan oder diese gesamten Lauf auch von Hartz IV, der immer weiteren Liberalisierung der Arbeitsrechte und so weiter, mehr in den Angleichen der Situation der westdeutschen Arbeiterinnen und Arbeitslosen, was weiß ich nicht alles, mehr hin zu dem Niveau in Ostdeutschland. Also natürlich gibt es immer noch Lohnunterschiede, aber wenn wir uns die Situation im Ruhrpott oder im Saarland angucken, können wir ja schon von Ähnlichkeiten sprechen. Die Industrialisierung, der Liberalisierung, des Abbaus der gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen und so weiter.
Ja, ich denke, sicherlich hat das dann auch einfach was damit zu tun, dass eben die linken Bewegungen, die zu der Zeit dann entstanden sind, aber auch eben diese, man kann es schon gewerkschaftlichen Strukturen, auch wenn die ja jetzt nicht wirklich im Arbeitskampf regelmäßig waren in der DDR, dass diese Strukturen eben nicht stark genug waren, um auf diese verschiedenen Entwicklungen in der ostdeutschen Wirtschaft zu reagieren. Wären die anders aufgestellt, hätte man sicherlich auch vieles davon verhindern können. Aber wie würdest du das denn analysieren? Was war da eigentlich das größte Problem? Warum diese bestehenden Strukturen und auch diese neue linke Bewegung in der DDR nicht darauf antworten konnten, auf diese ganzen Entwicklungen? Auf der einen Seite natürlich, dass sich halt die Strukturen, die linke Opposition in der DDR natürlich auch nicht frei entfalten konnte. Sprich, dass sie ja trotzdem der staatlichen Repression der DDR-Kräfte ausgesetzt war. Dieses Tempo, mit dem alles vonstatten ging, war mal auf einem Vortrag mit Zeitzeugen aus dieser Zeit, die auch in der linken Oppositionsbewegung aktiv waren. Und für sie war es quasi, der Genosse hat das Beispiel gebracht, auf eine halbe Revolution folgt immer eine volle Konterrevolution. Sprich, für sie waren sie in einem revolutionären Umbruch hin zu libertären Sozialismus oder wie man das auch nennen will, demokratischen Sozialismus. Und dann kam die volle Kölle des Kapitalismus. Die Genossen, die damals aktiv waren und bis heute geblieben sind, wurden halt überrollt und erschlagen von der Situation. Es gab keine organisatorische Stärke. Es gab natürlich einen Antikommunismus, Antisozialismus in der Bevölkerung, der von den westdeutschen Parteien sofort aufgegriffen wurde und verstärkt wurde. Der liberale Rollback, die Leute waren nicht darauf vorbereitet. In den 90ern hat sich die Linke in Abwehrkämpfen befunden, beziehungsweise hat im Osten eine enorme viel Fokus auf Subkultur und Individualismus gehabt, auch in Ablehnung oder der übernommenen Narrative des Westens oder auch aus gerechtfertigter Kritik des Realsozialismus mit seinen starren Strukturen und repressiven Organisationsformen. Das konnte halt keine Antwort gefunden werden. Das gab dann halt, wenn wir uns angucken, die Zeit, welche wirklichen Organisationsformen oder Strukturen gab es denn im Osten so? Das gab halt die bundesdeutschen Antifa-Gruppen, sind mit einer westlichen Arroganz in den Osten gegangen und haben dort alles dominiert, aus Erfahrungsberichten. Die DKP, komplett irrelevant, wollte einfach nur das Gleiche wieder aufbauen und hat sich in einer Opfermentalität befunden. Wirklich Organisationen, die eine Alternative geboten haben, eine antikapitalistische, gab es nicht, meines Wissens nach oder meiner Analyse nach. Diese Probleme der Organisationsfeindlichkeit, des Individualismus, der Fokus auf Subkultur, das sind Probleme, die mittlerweile in der gesamtdeutschen Linken vorhanden sind. Was es ja durchaus schon gab, ist kurz nach der Wende dann diesen sogenannten Sommer der Anarchie. Also genauso wie es natürlich in viel stärkerem Maße dann rechte Strukturen gab, die auf die Situation gesattelt sind, gab es ja schon so einen kurzen Zeitraum, wo der Wegfall von den staatlichen Strukturen auch natürlich Räume offen gemacht hat für ja eine libertäre Linke. Und da gab es ja vor allen Dingen eine große Hausbesetzungsbewegung. Da kann man dann aber vielleicht auch wieder das aufgreifen, was du gesagt hast. Ich schätze jetzt auch einfach mal, dass die eher subkulturell geprägt war und es auch dann eben diese diversen Probleme gab, von dass dann halt viele Autonome speziell aus dem Westen gekommen sind, die dann natürlich auch mit einer gewissen Arroganz wieder drangegangen sind und ja, das Ganze dann also eher in diesem autonomen, kleinen Subkultursumpf irgendwie versackt ist. Aber kurzfristig gab es doch schon erstmal ein starkes Aufbäumen, was aber dann sehr schnell wieder auf den Boden der Realität geholt wurde, durch eben auch diesen rechten Frontalangriff letztendlich. Sicherlich war es dann da auch ähnlich einfach das Problem, dass es sich halt stark auf die Jugend fokussiert hat. Und ich glaube, was da wirklich dann geholfen hätte, wäre eben eine libertärsozialistische, anarchistische, gewerkschaftliche Struktur, die eben diese ganzen ökonomischen Fragen, die aufkommen, behandeln kann. Ich glaube, wir können das nicht nur auf die ökonomische Frage unterbrechen, sondern halt auch eine Mentalitätsfrage. Wir haben ein Interview geführt mit Genossinnen, die in der Frauenbewegung aktiv waren und die halt berichtet haben von Problemen halt des Zusammenkommens in einer bundesdeutschen Frauenorganisation, wo es halt absolute Mentalitätsunterschiede gab, beziehungsweise halt auch einen Überlegenheitsherangehen aus westdeutscher Perspektive, versuchte Vereinnahmung, weil bis heute sind wir auch trotzdem alle Teil des kapitalistischen Systems hier und mit allen patriarchalen Einflüssen und was nicht noch alles. Und natürlich ist auch dieses Narrativ des dummen Ostdeutschen nicht an der westdeutschen Linken vorbeigegangen. Deswegen würde ich es halt nicht nur auf ökonomische Faktoren unterbrechen, halt aber auch Sachen der Herangehensweise. Also diese Unterschiede der ostdeutschen und westdeutschen Kultur, die es halt vor allem gerade zu diesem Bruch in den 90ern gab, ist da, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Und halt, das hätte eine Stärke, eine eigenständige Organisationsstruktur gebraucht, auch von den ostdeutschen Unterdrückten, für die ostdeutschen Unterdrückten. Es gab natürlich diesen Sommer der Anarchie, wie er genannt wird, in Berlin, Mainzer Straße und so weiter. Es haben halt wirklich in den Großstädten sehr viele westdeutsche Autonome und dort gelebt. Aber halt, wenn wir uns Städte wie Leipzig oder auch hier in Magdeburg angucken, ist es halt immer eine ähnliche Geschichte, dass sich halt die rebellische Jugendsubkultur, die sich halt nicht unterkriegen lassen wollte, halt gewehrt haben und versucht haben, eigenständige Ansätze zu vollbringen. Das will ich auch alles gar nicht kleinreden, aber es ist halt genauso, wie du gesagt hast, der Fokus war halt auch einfach auf Selbstverteidigung gerichtet. Auch in diesen 2 Jahren waren die Angriffe schon massiv. Zu der Zeit gab es natürlich auch kuriose Verbindungen. So gab es zum Beispiel einen FOPO-Stammtisch in Berlin, aber auch in Leipzig-Konnewitz von ehemaligen Volkspolizisten oder die sogar noch im Dienst waren, die dann halt auch Tipps weitergegeben haben, was die Bundesbullen vorhatten und so weiter. Aber im Endeffekt ist es halt Spekulation, was hätte wie, was wenn. Und natürlich ist es wichtig, aus den Fehlern zu lernen. Aber ich denke, das ist eine Analyse der aktuellen Probleme und der Lage, halt uns in dem Sinne weiterbringt, anstatt zu spekulieren, was wäre wenn gewesen, weil es ist, wie es ist. Und wir müssen einfach schauen, dass wir nicht die gleichen Fehler machen. Eine Sache, die noch mit einer Rolle gespielt hat und die jetzt auch für die aktuelle gesellschaftliche Situation sehr wichtig ist, ist, denke ich, dass es gab ja eine sehr hohe Kollektivität in der DDR. Die war zwar natürlich auch von oben angeordnet und sicherlich war es auch oftmals ein Zwangskollektiv, aber dennoch kann man das, denke ich, schon so sagen, dass es einen hohen Zusammenhalt von den Menschen in der DDR gab, eine hohe Verbundenheit untereinander, man kannte sich eben von der Arbeit, vom Wohnen und so weiter. Und das ist ja auch alles in sich zusammengebrochen und an diese Stelle wurde quasi diese kapitalistische Konkurrenz gesetzt und gleichzeitig war diese Kollektivität ja auch ein bisschen von oben angeordnet, wodurch also auch so eine Form von Selbstorganisationsverankerung nicht so stark war, denke ich. Und das ist vielleicht auch noch ein Grund, dass also es nicht geschafft wurde, so eine libertär-linke Antwort darauf geben zu können, weil auf der einen Seite diese Sozialstrukturen in sich zusammengefallen sind und durch diesen kapitalistischen Konkurrenzmarathon ersetzt wurden und auf der anderen Seite eben auch die Selbstorganisationsgabe teilweise nicht so stark ausgeprägt war. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen oder das Einordnung, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, was ich sage, aber ich denke, das ist auch eine Sache, die dann jetzt gesellschaftlich, von der gesellschaftlichen Auswirkungen im Übergang und jetzt ja auch eine große Rolle spielt. Das ist also dann zu ja, einer Form von sozialen Verelendung natürlich auch kam. Nicht nur einer wirtschaftlichen Verelendung, sondern auch ganz viele Probleme wie jetzt geringer Zusammenhalt innerhalb der Klasse und hohe Kriminalität und solche Geschichten natürlich auch einfach dann eine Rolle jetzt spielen. Also hinsichtlich des Aspekts der Selbstorganisation muss ich dir auf jeden Fall widersprechen, denn aufgrund dessen, dass es halt keine Konsum- und Wegwerfgesellschaft aufgebaut war oder es einfach nicht gab, sondern es gab halt an bestimmten Gütern Mangel. Oder halt, was heißt Mangel? Es war einfach nicht, können wir uns heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber es war nicht alles zu 24 Stunden am Tag verfügbar, was im Laufe der Menschheitsgeschichte ja eigentlich auch der Normalzustand ist, dass man nicht alles sofort auf Amazon bestellen kann und am nächsten Tag ist es da, sondern gerade deswegen gab es halt meiner Erfahrung nach ja einen viel größeren Aspekt der Selbstorganisation, weil man sich halt geholfen hat. Aufgrund dessen, dass es halt eine gewisse soziale Absicherung gab, halt, wenn du 20 Jahre im gleichen Betrieb bist, 8 Stunden am Tag immer mit der gleichen Schicht zusammen, natürlich entstehen dann bessere Sozialstrukturen, das bringt es halt mit sich. Und auch wenn es halt von oben manche Sachen verordnet sind, entstehen halt meiner Meinung nach oder auch aus den Erfahrungsberichten meiner Familie viele Sachen automatisch. Und diese soziale Verelendung ist halt auch eine direkte Konsequenz der Treuhand oder der Aktion. Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend sämtliche Alkoholikerinnen am Bahnhof, also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, im tiefsten Brandenburg. Sämtliche Menschen, die dort diesen Alkoholikerinnen-Milieu angehören, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, das waren halt alles Menschen, die standen bis 90 in Lohn und Brot, hatten abgesicherte Lebensverhältnisse, aber teilweise haben die Partner oder Partnerinnen Selbstmord begangen nach der Wende. An diesen Konsequenzen, das ist auch ein Faktor, der in der Geschichtsbetrachtung kaum vorkommt, wie massiv die Selbstmordrate angestiegen ist. Dahingehend, um auf Kriminalität und so weiter zurückzukommen, ist halt eine direkte Konsequenz der Verelendung. Jetzt nicht nur Kriminalität mit Antiklassenverhalten wie Drogenverkauf und so weiter, sondern halt auch massenhafte Schwarzarbeit. Alles, um über die Runden zu kommen, wurde halt gemacht. Und das ist halt der gleiche Prozess, wie wir ihn in allen Kollektiven oder Gegenden vorfinden, die halt von massiver Verelendung betroffen sind.
Genau das Gleiche halt, wie du gesagt hast, du hast Erfahrung im Glücksspielbereich. Menschen, die sich in die Sucht stürzen, um halt diesem Elend zu entkommen. Ich wollte gerade sagen, dass du hast ja auch schon das Ruhrgebiet erwähnt. Das ist ja wirklich auch eine Parallele, die man da zum Ruhrgebiet ziehen kann. Mit dem Niedergang des Bergbaus und der Stahlindustrie gab es ja auch hier eine Massenverelendung der Klasse. Und da war es ja auch so, dass die Leute, die vormals also auch dort tätig waren, das waren auch genau die Leute natürlich, die dann mit den entsprechenden Problemen wie Spielsucht, Alkoholabhängigkeit und so weiter konfrontiert waren am stärksten. Da kann man, denke ich, schon teilweise echt gut Parallelen ziehen. Naja, aber nichtsdestotrotz gab es ja Leute, die nach der Wende kamen und eben genau diese Kollektivität schaffen konnten und auch da an die Selbstverwaltung anknüpfen konnten. Und das war ja, das ist ja so ein bisschen jetzt der Elefant im Raum, das waren ja die rechten Strukturen dann. Ich würde auch sagen, wir müssen das jetzt nicht zu stark behandeln, weil wir werden auch jetzt in den kommenden Wochen nochmal eine eigene Folge zu Antifa in Ostdeutschland machen und da noch viel mehr über dieses Phänomen sprechen. Aber zumindest bei denen hat das ja funktioniert, genau an diese gesellschaftlichen Entwicklungen anzuknüpfen. Und da würde mich vielleicht mal von deiner Seite auch aus interessieren, was genau würdest du jetzt als Indikator nehmen? Warum hat das von rechter Seite eben so gut funktioniert und warum gab es da von libertär sozialistischer Seite oder anarchistischer, demokratisch-sozialistischer Seite nicht diese Möglichkeit der Anknüpfung? Lag das dann vielfach auch an der Frage, wie es überhaupt an die Ostdeutschen rangetreten worden? Du hast ja so ein bisschen von der Arroganz in bundesdeutschen Organisationen gesprochen. Hatte das was dann da auch damit zu tun, dass eben die faschistischen Strukturen direkt hingegangen sind und gesagt haben, hey, wir sind hier alle eins, ihr Ostdeutschen seid jetzt aufgestanden, ihr seid ein Vorbild für alle Deutschen? Oder hat das auch einfach was damit zu tun mit den Ressentiments, die schon lange eigentlich unterschwellig dann in der ostdeutschen Gesellschaft so existiert haben und sich jetzt endlich bahnbrechen konnten mit den ganzen rassistischen Anschlägen? Was würdest du da so als die Hauptfaktoren für dich herausnehmen? Das waren jetzt so zwei Sachen, die mir direkt auf Anhieb einfielen. Es ist auf jeden Fall keine Schwarz-Weiß-Antwort und bin auf jeden Fall auch kein Experte drin. Aber in unserer Analyse halt heraus ist es auf jeden Fall, erstens, die DDR ist ja nicht durch eine Revolution entstanden, sondern halt durch die Besetzung der sowjetischen Truppen und dann halt durch die Exilstrukturen der KPD, die dann hier die Macht übernommen haben, die ja dann auch halt sämtliche Formen der Selbstorganisation in den 50er Jahren ausradiert haben. Das heißt, dieses Narrativ, was die DDR gesponnen hat, von wegen alle Völker sind gleich und so weiter, das hat sich nie wirklich verankert. Das heißt, dieser latente Rassismus auch in der DDR schon, den es schon gab, gegen die Gastarbeiterinnen aus Mosambik und Kuba zum Beispiel oder aus Vietnam, dieser latente Rassismus war auf jeden Fall die ganze Zeit vorhanden. Natürlich nicht in der kompletten Klasse, aber in nicht zu unterschätzenden Teilen. Dieser Rassismus und der Antikommunismus und dieser nationale Taumel hat sich dann natürlich Bahn gebrochen, weil viele halt auch auf dieses Wir sind ein Volk und wir sind jetzt wieder in Großdeutschland, hat sich natürlich Bahn gebrochen. Plus natürlich dann die faschistischen Strukturen, was sie uns quasi immer voraus waren, ist halt Organisation und Disziplin und eine Strategie. Die Strukturen rund um Michael Kühnen und so weiter, die haben ja Strategiepapiere rausgebracht gehabt, damals schon, und sind im Osten rübergegangen. Plus ist, dass es halt dann noch viele ostdeutsche Kader gab, die in der DDR in den 80er Jahren oder früher in Haft gekommen sind, was weiß ich, durch welche Sachen, und dann teilweise in den Knästen ausgebildet wurden von Faschisten, die da drinnen schon saßen, also auch noch aus den Zeiten des Hitlerfaschismus, und die dann von der BRD freigekauft wurden und dann drüben weiter aktiv waren, also im Westen aktiv waren und dann halt rübergekommen sind, zusammen mit den ganzen anderen Kadern, die halt eine Strategie verfolgt haben und halt ganz klar eine nationale Revolution hatten, die nahtlos anschließen wollten an das, was dort vonstatten gegangen sind. Also für sie war es halt das Hauptaugenmerk auf die Wiedervereinigung und halt auch noch eine Zeit lang auf noch weitere Ostgebiete zurückgewinnen. Und das ist natürlich bei vielen Menschen, die halt genau in diesen Existenztrauma waren, auf Ohren gestoßen. Und da ist nichts schön zu reden. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Cottbus und so weiter. Es ist alles hier passiert. Aber die westdeutsche Beteiligung da und der westdeutsche Nazikader kann man einfach nicht ausblenden. Genauso wie es halt diese riesige faschistische Mobilisierung gab, müssen wir auch den Widerstand dagegen betrachten, der vonstatten gekommen ist und der sich lange fortgesetzt hat. Und selbst heute noch können wir ja diese Strategie der Faschisten sehen. Jetzt sind sie erst nach Karl-Marx-Stadt, also nach Chemnitz, sind ja jetzt erst wieder Faschisten aus Dortmund-Dorstfeld gezogen, um dort halt weiter Kaderarbeit zu leisten für den dritten Weg teilweise. Oder halt diese Strategie der völkischen Landnahme mit den ganzen völkischen Siedlern und so weiter, das sind halt alles
Organisationen und Strukturen, die nicht mal direkt miteinander arbeiten, aber die halt alle eine gleiche Strategie verfolgen. Und diese Strategielosigkeit ist halt das, was schon immer ein Problem in der anarchistischen Bewegung war, zumindest hier. Ja, also da kann man dir nur zustimmen, leider. Und ich denke, das bringt uns auch, weil wir wollten ja auch nicht so sehr lange darauf eingehen und du hast das, denke ich, sehr gut zusammengefasst auch, die groben Punkte, zu den anarchistischen Perspektiven tatsächlich auf dieses Thema. Ja, ich meine, zumindest eine Sache ist ja dann jetzt auch genau damit rausgekommen, dass da eigentlich die Frage ist, wie können wir eine Organisation aufbauen, die eben diese ganz spezifische ostdeutsche Frage dann auch eben analysiert und danach handelt. Das schien mir jetzt irgendwie so ein bisschen rausgekommen zu sein, dass das eigentlich die große Leerstelle ist, dass es da eigentlich bislang wenig vernünftige Arbeit dazu gibt, die das genauso herausstellt und genauso dazu arbeitet. Die Frage nach Strategie und Organisation aus anarchistischer Sicht ist halt allumfassend. Also es fängt damit an, dass es aus der Klasse heraus im Osten oder im Ruhrpott oder im Saarland, wo auch immer, am besten selbst diese Organisationsstrukturen entwickeln, beziehungsweise von Menschen aufgebaut werden, die dort vor Ort leben und halt auch aus, im besten Fall aus der gleichen Klassenlage kommen, wie die Menschen vor Ort und die Menschen verstehen und halt auch nicht mit, das ist jetzt keine westdeutsche Arroganz, sondern halt diese allgemeine linke akademische Arroganz herangehen und den Leuten noch zuhören. Dieses, was jetzt seit immer wieder gesagt wird, diese klassische Basisarbeit halt im Betrieb, im Nachbarschaftsteil, den Menschen nicht vor den Kopf stoßen, wenn sie nicht diesen akademischen Sprachgebrauch haben oder auch sexistische Sprüche manchmal bringen. Ich kenne das bei mir auf der Arbeit, ich arbeite auch im Bau. Natürlich muss man da Paroli bieten gegen die Stammtischparolen und Catcalling und so weiter, aber du kannst diese Menschen nicht ausschließen, sondern es ist halt ein schmerzhafter Lernprozess und die Frage ist natürlich immer, okay, wo ziehen wir unsere Prinzipien? Und es ist für mich was anderes, wenn ich im Betrieb einen Kader vom dritten Weg hätte oder jemanden von der AfD direkt, als wie eine ganz normale Person aus der Klasse, die halt einfach konservativ ist und halt auf diese Springerpresse-Parolen wiedergibt oder was weiß ich nicht halt. Da brauchen wir klare Strukturen, die damit einhergehen und wenn wir aus gewerkschaftlicher Perspektive die Sache betrachten, da kannst du halt nicht den gleichen Maßstab ansetzen wie an eine Person aus der Subkultur, die 15 Jahre nichts anderes macht, als wie sich in dieser Subkultur aufrechtzuerhalten und die Codes und Sprachgebrauch kennt. Wir müssen die Klasse ein Stück weit dort abholen, wo sie ist und halt mit ihr arbeiten und sie überzeugen von unseren Punkten. Das heißt nicht, dass wir unsere Prinzipien aufgeben, sondern im Gegenteil versuchen, mit unseren Prinzipien die Menschen zu überzeugen. Aus ostdeutscher Perspektive bedeutet das halt eine eigenständige Analyse aufzubauen für die spezifischen Probleme der ostdeutschen Klasse. Das Trauma der Treuhand aufzugreifen, den Menschen zuzuhören und zu arbeiten und gleichzeitig die spezifischen Bedingungen hier einzugehen. Das Traumata der Treuhand aufzunehmen, als auch die positiven Erfahrungen aus dem Realsozialismus. Diese weiterzuentwickeln und zu sagen, ey, das, was ihr jetzt vermisst, diese Unzufriedenheit, die ihr verspürt, die können wir wieder neu aufbauen mit noch was Besserem. Ohne Repression, mit größerer individueller Freiheit, aber halt auch eben genau dieses Kollektiv wieder aufbauen und dieses Kollektivgefühl, was hier so viele vermissen. Dass wir selbst hier in der Lage sind, uns unsere Zukunft wieder aufzubauen und keine Fremdbestimmung durch das westdeutsche Kapital zu haben und die westdeutschen Parteien, sondern halt dahingehend eine Organisations- und Strategieperspektive entwickeln, um die Menschen hier abzuholen. Und genau das Gleiche muss eben genau im Ruhrpott passieren, in sämtlichen regionalen Territorien, nächstes Mal, die es hier gibt, und dann halt auch wieder einen Heimatbegriff aufzubauen, der eben nicht ins Völkische abdriftet oder nicht in Nationalismus, sondern halt Heimat als ein Begriff, der halt auch bestimmte kulturelle Aspekte akzeptiert und mit eingliedert, ohne dann halt auszugrenzen, weil nur wenn wir selbst auch als Klasse und so weiter ein starkes Selbstbewusstsein haben oder dann halt als ostdeutsche Klasse, kannst du halt auch mit anderen Menschen integrieren, weil ein geringes Selbstwertgefühl führt immer zu Hass. Ich liebe es, mit meinen Kollegen an der Gulaschkanone zu stehen und dort Mittag zu essen. Genauso sitze ich aber auch gern mit meinen arabischen Freundinnen bei einem Chai und esse Baklava. So, das kann ich machen, weil ich meine Identität gefunden habe und genauso ist es mit einer Klassenidentität, die integrierend ist. Die ostdeutsche Gesellschaft ist so vielfältig von den vietnamesischen Menschen, die hier leben, über Menschen aus Osteuropa, aus Mosambik, aus Kuba, die halt auch immer marginalisiert werden und vergessen werden, aber die halt Teil unserer ostdeutschen Geschichte sind und unserer Identität. Und genau dort gilt es anzuknüpfen, um halt auch dieser Klassenspaltung entgegenzutreten, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und das ist ja, denke ich, genau auch die Perspektive, die wir bieten können. Einmal, dass natürlich wir
eben nicht das sind, was die Leute jetzt über Jahrzehnte durchgemacht haben. Wir sind eben nicht das, was sie in der DDR erleben mussten. Wir sind eben nicht das, was sie durch die liberale Landnahme dann mit der Annexion der DDR erlebt haben. Und wir sind auch nicht das, was sie dann in den schrecklichen Bildern eben vom faschistischen Terror der 90er Jahre mitbekommen haben. Da können wir sicherlich dann auch genau die Kollektivität den Leuten bieten, die, egal ob jung oder alt, dann eben vermisst. Weil es ist ja nicht nur so, dass die alten Leute in Ostdeutschland das vermissen, was es dann in der DDR besser gelaufen ist, was man so häufig kennt mit diesem, ja, es war ja nicht alles schlecht, sondern ich habe häufig auch mitbekommen, dass eben Leute, die ihre Jugend in Ostdeutschland verbringen, genau das auch vermissen. Vielleicht jetzt nicht so direkt formuliert wie die, die das in der DDR erlebt hatten, sondern dieses klassische, es gibt halt nichts im Ort. Ich hatte da jetzt häufiger eben mit ostdeutschen Genossinnen drüber geredet, dass dann häufig der Fußballverein, entweder der regionale oder überregionale, das einzige Soziale ist, was noch weiterhin bestehen bleibt. Und genau da ist dann unsere Perspektive, da können wir anknüpfen. Und wir haben noch den Vorteil gegenüber den anderen autoritärsozialistischen Strukturen, dass wir das direkt erlebbar machen können, dass wir direkt dann Kollektivität schaffen können, die direkt anknüpft, sei es jetzt über den gewerkschaftlichen Kampf, sei es dann über das Hausprojekt oder sei es dann einfach über den Umsonstladen in der Nachbarschaft oder das, was weiß ich, das anarchistische Nachbarschaftscafé. Das ist ja eigentlich unsere Stärke. Und genau darauf sollten wir uns dann im Aktivismus besinnen. Und das ist dann häufig auch eben der beste Kampf, den wir dort führen können, egal ob gegenüber den ökonomischen Bedingungen, die dort herrschen, noch gegenüber der faschistischen Landnahme, die es da gibt. Ja, da ist halt wieder die Frage, welche Konsequenz legen wir an den Tag und wie nähern wir uns der Sache an? Das ist für uns auch viel eine ästhetische Frage, dass sie eben nicht, keine Ahnung, die Ästhetik der DDR übernehmen oder halt in diese, um das andere Extrem zu nehmen, dieser Ultra-Individual-Anarchismus übergehen, der sich halt auch einfach nur als eine Subkultur widerspiegelt, sondern auf die Menschen in einer verständlichen Art und Weise zu gehen. Eine Konsequenz, die wir in Magdeburg mit anderen Menschen gezogen haben, ist zum Beispiel den Aufbau und Gründung einer Kiezkommune, die halt eben genau diese Nachbarschaftsarbeit, dieses Kollektivgefühl versucht, aufzubauen und hervorzubringen, um den Menschen jetzt schon eine Alternative und eine Erfahrung von Gegenmacht aufzuzeigen. Genau dieser Aspekt der nachbarschaftlichen Organisierung halten wir neben der betrieblichen Organisation enorm wichtig und es muss einhergehen. Ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Puh, fällt mir echt schwer, da noch was zu ergänzen. Also ihr habt mir eigentlich beide aus dem Herzen gesprochen. Ja, wenn es so schön ist, dann kann man es doch auch einfach mal dabei belassen und aufhören, wenn es am schönsten ist. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr uns eingeladen habt. Ich habe dieses Thema natürlich nun auch angerissen und es gibt sehr viel Literatur auch zu dem Thema, jetzt nicht zwangsläufig aus anarchistischer Perspektive. Ich hoffe, da kommt noch was oder wir arbeiten auch an einigen Texten dazu. Aber wenn man sich da hineinversetzt und dann halt auch Erlebnisberichte liest oder was weiß ich, also es gibt so viele Sachen, die es noch zu tun gibt, auch aus analytischer Sicht, wo wir auch mit vielen anderen Städten hier im Osten über andere Strukturen auch dabei sind, halt Diskussionen zu führen, versuchen uns Sachen anders zu nähern, halt wieder Sachen, Erfahrungen, die gemacht wurden, halt mit einzubeziehen, aber auch aus den Fehlern zu lernen und halt eben genau diese organisatorische Perspektive, aber auch analytisch strategische Analyse aufzubauen, um halt eben, genau wie ihr gesagt habt, wir haben eigentlich die Chance und das Potenzial, die Menschen hier genau dort abzuholen, wo sie sind, aber uns fehlen halt noch bestimmte Werkzeuge und vor allem die Konsequenz in unserem täglichen Handeln und in den Entschluss, Organisation aufzubauen und ich mache das jetzt und wir gehen den Schritt nach vorne, endlich aus dieser Opfermentalität herauszukommen. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, ich finde, die Folge heute zeigt auch nochmal, wie wichtig auch diese Frage ist. Ich habe das auch selber erst, wo ich mal in Magdeburg zu Besuch war, nochmal mich intensiver nochmal damit auseinandergesetzt mit dieser ganzen Frage der Annexion der DDR und sowohl für uns, die wir in Westdeutschland aktiv sind, als auch natürlich noch viel ausgeprägter Maße in Ostdeutschland, die Genossinnen. Für uns alles ist aber eine wichtige Frage, weil das halt ein ganz, ganz zentraler Einschnitt letztendlich war in die Geschichte, die wir jetzt probieren, wieder aufzugreifen und in eine andere Richtung zu lenken. Und deshalb muss man sich mit dieser Frage einfach so oder so auseinandersetzen, wenn man eine Analyse von diesem System haben will. Und ich hoffe, wir haben es heute zumindest geschafft, einen Einblick in diese Frage zu bringen und auch vielleicht euch anzuregen, euch damit nochmal mehr auseinanderzusetzen. Ja, ich hoffe, ihr lasst uns auch dann eine tolle Liste von spannender Literatur zukommen, die wir dann hier unter dem Beitrag verlinken können, damit ihr euch dann auch weiter informieren könnt.
Und ansonsten, ja, bleibt mir auch zu sagen, danke, dass du es geschafft hast, dazu zu kommen. Wir hatten hier extreme technische Probleme und so. Und jetzt bin ich mega glücklich, dass es doch noch geklappt hat. Ja, und was vielleicht auch noch zu sagen ist, das klang ja schon einmal in der Folge an, es wird nochmal eine spezielle Folge jetzt bald geben zu der Frage von Antifaschismus und Faschismus in Ostdeutschland. Da bleibt vielleicht noch dazu zu sagen, es sollte, glaube ich, nicht unbedingt jetzt ins Hinterlicht rücken, aber das ist auch eine der Themenschwerpunkte, die so häufig in Bezug auf Ostdeutschland behandelt werden. Und deswegen fand ich es auch schön, dass wir heute uns dem Ganzen einfach mal aus der vermutlich auch fürs Gesamtbild wichtigeren ökonomischen und gesellschaftlichen Perspektive widmen konnten. Und ja, deswegen auch nochmal großes Dankeschön von mir an dich und ja, dafür, dass die Folge so gestartet hat, war es dann doch echt ganz gut. In dem Sinne, auf bald und Glück auf. Glück auf. Du kannst auch Glück auf sagen, wenn du willst. Kannst du auch irgendwas Ostdeutsches sagen, meinetwegen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das ist sehr gut. Ja, Glück auf, das ist ja auf jeden Fall nicht meine Region. Wartet, ich sag einfach tschüss. 1, 2, 3. Ja, von mir auch vielen Dank nochmal und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Folgen und